ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treite. Schön, dass ihr dabei seid. Heute aus Herzogenaurach, der Weltstadt des Sports. Ich habe in meiner Hand einen ganz besonderen Schuh. Ich muss zugeben, ich bin auch Schuhsammler, also das können nicht nur Frauen. Es ist ein besonderer Schuh und es gibt einen Menschen, der kann mir beantworten, um was es da genau geht. Ganz herzlich willkommen, Helmut Fischer. Ja, also dieser Schuh hat wirklich Sportgeschichte geschrieben. Es ist der erste Schuh für die neuen Dadan-Bahnen, die 1968 erstmalig in Mexiko eingeführt wurden. Und man musste natürlich dann ganz schnell Schuhe neu entwickeln, um diesen Aschenbahn-Spikes wegzukriegen und eben die Anforderungen der neuen Kunststoffbahnen zu verwirklichen. Und Rudolf Dassler hat mit einem Schuhtechniker zusammen diesen ersten Brush-Spike, diesen ersten Bürstenschuh entwickelt. Und der wurde ja paradoxerweise dann auch verboten. Warum? Ja, er wurde, nachdem insgesamt 7 Weltrekorde damit gelaufen wurden, im Vorfeld der Olympiade, wurde er über Nacht vom Olympischen Komitee verboten. Mit der Begründung, kann man heute noch in der Wikipedia nachlesen, dieser Brushbike, dieser Bürstenschuh zerstört die neue Bahnen. Und ja, wir haben da wahrscheinlich nicht gelächelt, denke mal, besonders Rudolf Dassler war da am Verzweifeln, weil das war natürlich, das konnte unmöglich die Originalaussage sein, weil diese Spikes zerstören natürlich nicht die in der Werbung unzerstörbaren Bahnen. Also da musste was anderes dahinter gesteckt sein. Man könnte munkeln, es sei ein anderes Unternehmen aus Herzogenaurach gewesen, aber anderes Thema. Jetzt stehen wir hier an einer schönen Vitrine, da sind Erinnerungen an den Gründer von Puma. Vielleicht dazu ein paar Worte von Helmut Fischer, der seines Zeichens der Mann ist, der das Archiv hier von Puma in die Welt gesetzt hat und vor allem auch ins Leben gerufen hat. Genau, ich bin ja seit 40 Jahren bei Puma, seit 1978 und bin also begeisterter Schuhsammler. Ja. Habe ungefähr 7.500 Schuhe gesammelt, natürlich nur Puma-Schuhe und natürlich von sehr vielen Sportlern, die ich selbst betreut habe. Ja. Ich komme ja aus dem Sportmarketing und da war es oft leicht, mal kurz einen Schuh mitzunehmen oder zu sagen, okay, der Schuh muss ins Archiv und so bin ich langsam zu diesen Sammlungen gekommen, ja. Also 7.000 Paare, bei mir ist es 1% davon, es gibt also deutlich verrücktere Menschen. Ja, 70 Jahre Puma, eine unglaubliche Historie. Mich als Leichtathlet interessiert natürlich besonders so die Sprinter-Szene. Und da hat das Ganze ja sehr früh begonnen. Und zwar gar nicht mit Puma, sondern mit den Gebrüdern Dassler. Richtig, ja. Unser größter Erfolg der Gebrüder Dassler war eben Jesse Owens. Jesse Owens, vierfacher Goldmedaillengewinner bei der Olympiade in Berlin, sehr zum Leidwesen der Nazis. Ein schwarzer Sportler war der Superstar. Die Gebrüder Dassler haben von vornherein immer zu ihm gestanden und bis 1939 auch ihn ausgestattet. Mhm. Und er hat eigentlich die Ära der schnellen Leute von Puma dann auch mitgegründet. Schnelle Leute gab es auch schon deutlich vor Usain Bolt, der ja bekanntermaßen Puma getragen hat beim Weltrekord. 50er Jahre Heinz Fütterer und dann später 60er Armin Harry. Ja klar, junge Firma, wir sind ja 48 gegründet worden. 54 hat der erste Weiße einen Weltrekord gelaufen, das war Heinz Fütterer. Heinz Fütterer jahrzehntelang, dann später Puma-Mitarbeiter, ist also in 1954 in Yokohama die 10,2, ja, also den neuen Weltrekord gelaufen und hat den seit 1936 bestehenden Weltrekord von Jesse Owens abgelöst. Und ganz kurios, Armin Harry, bis zum Halbfinale, glaube ich, Adidas getragen und dann Puma, ne? Ja, genau. Die Leute haben von Adidas oder von Puma Schuhe bekommen und da war Armin Harry einer der Adidas-Leute. Mhm. Und sehr zum Leidwesen von Adidas hat er im Finale dann in Rom 1960 statt Adidas dann Puma getragen und seine Begründung war ganz einfach, er wollte nur gewinnen und da musste er Puma tragen, klar. So, und jetzt sind wir im Jahr 68 angekommen bei Tommy Smith, 50 Jahre ist es her.
die zwei schwarzen Fäuste. Vielleicht dazu noch eine ganz kurze Sequenz. Ja, in letzter Woche war eben dieser Jahr da, 50 Jahre, 16. Oktober. Und für mich und für uns sind die beiden Sportler natürlich die größten Helden, weil sie in einer Zeit gegen Rassismus bereits gekämpft haben, wo das gar nicht so in war, wo die amerikanische Regierung voll zurückgeschlagen hat, die beiden sofort aus dem Olympiakader entfernt hat, sie riesig bestraft hat, privat. Sie durften auch nicht mehr laufen. Also eine Aktion, die wirklich sehr, sehr, sehr problematisch war für die beiden Sportler, aber für mich einfach ein Zeichen von Charakter eben mehr war. Idol meiner Jugend, ganz klar Boris Becker. Ja, meine auch, muss ich sagen. Und ich habe ihn auch noch, ich hatte das Glück, ihn auch noch 3 Jahre zu betreuen. Ja. Das sind die Sachen, die da übrig geblieben sind bei meiner Betreuung. Das ist sein erster, allererster Schläger, Wimbledon-Sieg 85, natürlich Wahnsinn, Wahnsinn, 17-Jähriger. Wir haben gefeiert bis zum Abwinken. Seine Schuhe dazu, der erste weiß-rote Schuh, war bis dato nicht verkaufbar. Das sind Millionen Bestseller geworden. Und gut, nach meiner persönlichen Empfindung eben auch und meine Betreuung. Ich habe ihm seine Autogrammkarten damals gemacht, 85, 86, 87. Ja. Und das ist so eine kleine Serie daraus mit seinen Betreuern, Thyriak und Günter Bosch. Und ja, war eine gute Zeit. Und ich denke mal, für Boomer ganz, ganz wichtig, weil es war eigentlich mit Boris Becker und den Dennis Boom war der Weltruhm endlich da. Ja. Ja, und abschließend wollen wir die Sendung natürlich mit Usain Bolt und dem schnellsten Schuh der Welt. 9,58 Sekunden. Ich glaube, dieser Schuh wurde auch wirklich getragen beim Weltrekord. Richtig, ja. Ich habe ja immer noch so ein Agreement mit Usain, dass ich immer ein Stück Schuh von ihm bekomme, ob Olympiasieg oder Weltrekord. Und das ist natürlich der schnellste Schuh der Welt. Das ist der Original, der rechte Schuh von ihm, 9,58, 2009 in Berlin, ja. Ja, und da sieht man mal, wie sich die Zeit auch letztendlich gewandelt hat von den Brush Spikes hin zu diesen Top-Modellen. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Helmut, für deine Zeit und danke fürs Reinklicken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. ESTV, Videos aus der Region.